Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Video und ihr habt schon gesehen, der Malte ist heute am Start. Wir haben gerade ein bisschen Beine trainiert und jetzt steht Posing an. Der Malte befindet sich jetzt quasi 6 Weeks out. 7, glaube ich. 6,5. 6,5 Weeks out bis zu seinem allerersten Wettkampf. Erzähl mal kurz, wie geht's dir momentan? Du hast schon echt lange diätet. Er hat jetzt knapp 10 Kilo schon runter. Mhm, ja. Nö, soweit so gut. Für mich echt eigentlich den Kalorien entsprechend gut so. Mhm. Schlaf ist ein bisschen schlechter geworden, Trainingleistung ein bisschen eingebrochen, aber sonst läuft. Also eigentlich dafür, dass er schon so lange diätet, jammert er sehr, sehr wenig, muss man dazu sagen. Das kommt noch. Wo siehst du die größten oder die größten Probleme bis jetzt mit der gesamten Wettkampfdiät? Oh, schwierig, eigentlich keine. So ein bisschen die Routine finden war am Anfang schwierig. So, was kann ich essen? Wie organisiere ich Sachen? Aber eigentlich schwer, nicht viel. Okay, sehr gut. Nur ein bisschen Posing, da tust Posen, du dir ein bisschen schwer. Posen ist schwer, tatsächlich, ja. Die Rückenposen vor allem. Mhm. Hat man ein schlechtes Gefühl, so wie sehe ich aus? Kann man halt schlecht immer sehen, selber. Ja. Und das checken wir jetzt zum Glück ab. Es ist immer so ein Problem, wenn du die Bilder bekommst und dann jemanden live siehst. Aber jetzt bin ich zum Glück etwas beruhigt, weil Malte sieht in live nochmal ein bisschen schärfer aus. Und ich finde, wir sind sehr, sehr gut im Zeitplan, haben jetzt noch genug Zeit, sogar noch ein Diet Break steht an. Von daher könnt ihr jetzt mal ein bisschen zuschauen, wie das Posing so läuft und gerne in die Kommentare schreiben, ob wir sehr gut in der Zeit liegen und wo ihr noch seht, wo man Fett verlieren muss. Also, let's go! So, wir sind durch mit der Posing-Session und Malte, wie hat's dir gefallen? Sehr gut, war richtig geil. Schenk gebracht, glaube ich, viel rausgeholt aus dem Posen noch. Wir haben unglaublich viel rausgeholt. Wenn ich die Zeit finde, dann packe ich euch mal die Vorher-Nachher-Fotos rein von den Posen. Und ja, wir sehen uns bald wieder für ein Personal Training und für eine weitere Posing-Session. Und dann, bin ich gespannt. Auf den Wettkampf kommt ihr auch natürlich. Dann Malte, keep going, weitermachen, genauso. Let's go. Puh. Weil es für die meisten so interessant ist, auf wie viele Kalorien ist gerade ein Athlet, wie viele Steps geht er. Ich muss vornherein sagen, das kann man nie verallgemeinern. Da ist jeder Athlet unterschiedlich. Der Malte ist aktuell bei 2.500 Kalorien und geht 12.000 Schritte. Also noch sehr, sehr, sehr human für 7 Weeks Out. Ich war da bestimmt schon bei um die 2.000 Kalorien, irgendwo um den Dreh vermute ich mal. Von daher hat er einen relativ guten Stoffwechsel, würde ich mal sagen. Und wir können uns auch hier mal in der Tabelle anschauen. Ich habe es gerade offen. Ich mache es mal gerade ein bisschen größer für euch. Dass wir ungefähr pro Woche ein halbes Kilo verlieren. Also wir sind voll gut in der Zeit. Und hier am Gewichtsverlauf, das ist nochmal sehr wichtig für euch. Oder ich will damit nur zeigen, dass das Gewicht nie stetig runtergeht. Ihr seht hier ab und zu ein paar Ausreißer nach oben. Aber im Schnitt geht der Trend nach unten und das ist das Allerwichtigste. Bei den Kalorien ist Malte sehr safe, ja. Der hat ja im Schnitt seine 2.500 Kalorien. Passt alles sehr, 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 sehr gut. Dann steht heute noch ein Personal Training an mit dem Temi. Er befindet sich auch im Cut. Ist deutlich schwerer als der Malte und muss schon weniger essen. Dazu gleich mehr. Wir gehen jetzt gemeinsam ins Personal Training. So schnell geht's, wir sind schon wieder im Gym, hier den Temi. Den habt ihr auch lange nicht mehr gesehen. Angefangen haben wir, du sagst gerade, mit 95 Kilo. Der Minicut hat sich jetzt ein bisschen auch verzögert, weil da waren die Gyms zu, du warst lange krank hin und her. Erzähl mal, wie ist dein aktuelles Gewicht? Aktuelles Gewicht, also gestern noch frisch eingewogen, war ich bei knapp 81,8. Das war jetzt so der Stand. Also es pendelt sich so zwischen 81,2 bis hin zu 82,2 ein. Sehr geil, also ihr hört knappe 13 Kilo runter. Wie sieht es aus mit der Kraft? Kraft geht noch nach oben. Also ich habe so ein Level erreicht, wo es so langsam anfängt zu stagnieren. Wo man sagt, okay, ich sag, wenn ich jetzt vorher Brust gemacht habe, dass dann der Trizeps sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr und so. Aber sonst bin ich so auf dem alten Level vor der Krankheit wieder da. Okay. Das passt. Sehr geil, weil ich habe den Leuten gerade erzählt, was die Kalorien angeht, das kann man nie so verallgemeinern. Der Malte ist ja jetzt 6 Weeks out auf 2.500 Kalorien. Erzähl mal, auf wie viele Kalorien du gerade bist. Ich war jetzt auf 2,1 am Ende. Also, ne, und ihr habt gehört, wie viel er wiegt. Ne, das ist schon ordentlich gewesen. Also ich hatte keinen Struggle mit dem Hunger und so weiter. Einfach Mealtiming, das musste passen mit Arbeit nebenbei. Genau.
Aber der Rest war in Ordnung. Ich hatte nie so ein krass, zu krasses Hungergefühl. Mhm. Ja. Ja, du warst auch sehr, sehr vorbildlich, immer alles vorbereitet. So muss das sein, Routine muss da sein. Jetzt gibt es einmal ein Personal Training und dann Formcheck. Und dann wird entschieden, ob der Minicut offiziell vorbei ist. Laut den Fotos ja, aber in echt kann das nochmal ein bisschen anders aussehen. Machen wir gleich einen Formcheck auch für die Kamera. Geil. Ja, klar. Bist du dabei? Auf jeden Fall. Okay, dann seht ihr gleich die Form. Let's go. Leider ist auch wieder hier die Kamera ausgegangen. Wenn man 4K filmt, dann geht der Akku sehr schnell leer. Der Formcheck von Temi habt ihr trotzdem gesehen. Dennis sitzt gerade hier, weil wir eben eine weitere Folge für den Podcast gedreht haben. Ist ganz cool geworden, ne? Auf jeden Fall ein paar interessante Themen wieder dabei. Ja, und das wird höchstwahrscheinlich ein regelmäßiges Format. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein, dass zukünftig, eventuell, ich will noch nichts versprechen, 2 YouTube-Videos in der Woche hochgehen, je nachdem, wie es zeitlich bei dir auch passt. Ne? Kennst du den Crewcast von Felix Barr und seinem Kollegen? Ja. Das ja. erinnert mich sehr, sehr stark, aber halt jetzt auch fitnessbezogen, weil die machen das auch regelmäßig. Ne? Okay. Und ja, ich find sowas eigentlich ganz, ganz cool. Und vielleicht kann man dann auch immer so Gäste dazu bringen. Genau, ja. Ne? Ist auch geil. Ne, dann hat man 3 Leute oder sowas. Ja, ist auch, ja. glaube ich, der Vibe ein bisschen... Bisschen besser. Genau, ja. Und, aber die haben nicht so viele Klicks. Ich glaube, unser Podcast ist ein bisschen erfolgreicher. Ja. Nee, das hat mich heute so daran erinnert, weil die machen das auch immer so in einer gemütlichen Kulisse und so, weißt du, deswegen. Ja, vielleicht irgendwann, ne? Visionen sind da. Wir machen uns aber gar keinen Stress. Nein, aber wenn ihr jetzt kommt, ey, ladet mal Chris Bumstead ein, wird sehr schwer für uns. Also ich kann was schreiben, aber ich weiß nicht, ob der antwortet. Ansonsten steht auch bald wieder ein Coaching Day an. Rocky League Coaching Day, ihr feiert es ja auch. Das sehe ich immer. Deswegen könnt ihr hier mal den letzten Coaching Day abchecken. Da gibt es immer Motivation, so geile Schnitte, B-Rolls. Und jo, das war's dann. Wir sehen uns. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und schreibt gerne einen Kommentar drunter. Das hilft dem Kanal zu wachsen. Und ja, yeah. Willst du noch was sagen? Nee, alles gut. Dann ciao, peace. Ciao.